Hey Bros, ich bin Joe Daniel, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es hat sich ein bisschen was geändert, wie man hier sieht. Die grüne hässliche Wand ist weg. Daniel. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf so eine langweilige grüne Wand immer. Und deswegen kamen auch weniger Videos, wo ich einfach über Themen oder sonst irgendwas geredet habe, weil ich einfach nicht Lust hatte, mich vor so einer hässlichen grünen Wand zu präsentieren. Die ist jetzt auf dieser Seite. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich damit dann Horrorspiele aufnehme. Ich werde doch mal euch dann auch im nächsten Video dann zeigen, wie ich das Ganze jetzt hier habe. Ein bisschen was seht ihr hier schon. Im Prinzip habe ich jetzt hier einen Tisch, ja, wo ich jetzt hier eben gerade bin und das aufnehme, wo auch die Cam ist. Und hier noch einen Tisch. Ja. Und ich habe mir das eben deswegen so gemacht, weil ich mir dachte, von dort aus kann ich dann hier rüber die Kamera positionieren und da habe ich dann eben mein Greenscreen. Aber ist halt ein bisschen blöd, weil die Wand halt weiter weg ist und auch hier das Regal halt eben dazwischen ist. Und ja, dann würde ich nur so ganz ausgeschnitten sein und keine Ahnung. Also ich bin doch nicht sicher, aber ich denke mir, dass ich eventuell dann hier noch irgendwas hinmachen werde. Wahrscheinlich nur so ein Regal oder so ein fettes Poster oder so. Und dann einfach mal ab und zu mal verschiedene Kamerawinkel haben werde. Ja? Oder vielleicht auch wirklich den Greenscreen da lasse und noch versuche, das irgendwie hinzubekommen, dass ich dann für Holospiele halt eben den Greenscreen habe, weil ich habe hier einen Monitor, der blendet sehr viel. Ja, der blendet verdammt viel. Und wenn ich da dann irgendwie Holospiele mache und das ist sehr dunkel, dann erschrecke ich mich nicht, beziehungsweise sehe auch nichts. Ja, weil das ist. Öpa. Okay. Das ist eigentlich ein Fernseher, ja. Das ist eigentlich kein Gaming-Monitor oder so. Und drüben habe ich aber einen und da würde ich halt eben da die Holospiele machen, beziehungsweise wollte ich. Und ich bin auch so ein bisschen am Gucken, ne, was ich also am besten mache und wie. Und deswegen war in der letzten Zeit auch ein bisschen weniger los auf dem Kanal. Zudem habe ich noch einen neuen Job jetzt bekommen. Wollte ich nicht sagen, weil der, was ich mache. Ja, keine Sorge, ich verkaufe keine Frauen oder Drogen. Doch, genau das tut er. Oder auch schon, wer weiß. Ja, weiß man nie so genau bei Jugo. Ne? Ich verkaufe gestohlene Häuser. Ja, ich stehle dein Haus und verkaufe es dir nochmal. Und du merkst es gar nicht. Ja, das gleiche mache ich auch mit deinen Frauen. Nee. Und ja, könnt ihr gerne sagen, wie ihr das findet. Ich finde es cool, ich finde es chillig. Ich finde es einfach um einiges interessanter, weil man da auch ja, ein bisschen mehr zu sehen hat. Das ist eigentlich so fast meine komplette Sammlung, die ich hier habe. Ich habe auch leider ein paar Sachen beim Umzug noch verloren, leider. Aber da kommen sicher noch einiges noch dazu. Mal gucken. Und ja, ihr könnt euch ja gerne mal vorstellen. Jungs. Sind halt ein bisschen scheu, ne? Also, wir fangen mal hier an, ne? So von rechts nach links, links nach rechts, wer möchte? Und dann mal du Opfer! Du stinkst, geh mal duschen. Ich schieß in deine hässliche Fresse, wenn du mich nochmal vom Cloud ficken lässt. Ich hatte Sex mit deiner Mama. Du verschissener Jugosau. An dich stehe auf schwarze Schwänze. Okay, ich glaube, das reicht. Das ist genug. Ja, die haben ein bisschen Steine im Kopf, ne? Was willst du machen? Ja, ist halt so. Ah ja, ein weiterer Grund, was ich auch noch sagen wollte. Ihr habt sicherlich gesehen auf dem Kanal, wenn ihr das schön verfolgt habt, ne? Wenn ihr es gemacht habt, seid ihr toll. Wenn nicht, seid ihr Arschlöcher. Ich mache jetzt GTA-Videos, ja, ein bisschen mehr und mache da auch ein bisschen mehr Richtung Modding, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ich wollte halt eben mal so wieder mal so ein bisschen was anders machen. Ja, ich will nicht immer die gleiche Scheiße machen, immer die gleichen Games, immer einfach alles runterrattern. Und da habe ich halt eben so ab und zu meine Momente, die was wirklich lange meine Videos gucken, die wissen, wie ich bin. Die wissen genau, der Mensch ist wechselhaft. Ja, ich bin halt so, ich kann mich nicht auf eine Sache festlegen und dann irgendwie wirklich immer dieselbe Scheiße auf YouTube bringen und das geht einfach nicht. Ich brauche selber Abwechslung. Ich muss immer wieder irgendwelche andere Dinge machen und jetzt war ich halt eben die Tage beschäftigt mit hier das Ganze umstellen und auch mich ein bisschen mit GTA 5 auseinandersetzen, denn GTA 5 zu modden ist nicht easy. Es ist alles andere als easy. Ja, ich habe so oft GTA neu installieren müssen. Ich habe so oft den Ladebildschirm von GTA gesehen, öfters, als ich gespielt habe. Das war echt ekelhaft. Mittlerweile habe ich es hinbekommen. Mittlerweile bin ich, denke ich mal, ein GTA-Modder, wo man sagen kann, okay, der weiß, was er tut. Hat echt lange gedauert und es gibt einfach viele, viele der Sachen, wo man da jetzt einfach was tun kann bei GTA. Es gibt so viele Szenarios, zum Beispiel LSPDFR. Es gibt unzählige Mods und die Iron Man Mod und die Batman Mod und man kann sich auch viele andere Dinge einfallen lassen und einfach mit irgendwelchen Autos durch die Gegend fahren und Scheiße bauen. Es gibt so vieles, was man machen kann. Richtig, richtig coole Dinge halt eben und nicht einfach immer so ein Standardspiel rauf und runter spielen. Battlefield spiele ich zum Beispiel gar nicht mehr. FIFA spiele ich auch gar nicht mehr. Ich
bin halt eben sehr wechselhaft, ja, und deswegen auch, weil ich mit dem Setup unzufrieden war, wegen diesem Greenscreen halt eben, und wegen den Games halt, war in letzter Zeit ein bisschen weniger los. Ja, ich weiß, dass viele Leute das ja, nicht da so wirklich irgendwie sagen, ja, hier und scheiße, oder machst du nichts und so weiter. Ich bin echt froh, dass ich da eine recht erwachsene Community habe, die auch wirklich sagen, ey du, wenn du keinen Bock hast, dann mach halt nicht, und dann, wenn du Bock hast, dann mach, dann kommt ein geiles Video bald raus. Und ich möchte auch wieder jetzt ein bisschen mehr andere Dinge wieder machen. Ich möchte auch wieder zum Beispiel den Gary machen. Ja, Gary war lange nicht mehr da. Kommt auch bald wieder. Oder einfach wieder irgendwelche Trash-Games hin und wieder. Oder auch GTA und so weiter. Mit Livestream ist halt immer so eine Sache. Ja, ihr habt das auch sicher bemerkt. Ich mach mal mehr, ich mach mal weniger. Ist halt immer so nach Lust und Laune. Ja, das hat nichts irgendwie, ja, Böses zu tun bei mir. Ich bin jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf euch oder alles scheiße oder so. Nee, man, ich muss einfach Bock haben. Wenn ich Bock habe, dann habe ich Bock. Wenn nicht, dann habe ich nicht Bock. Ich bin halt eben so. Klar, komme damit nicht vielleicht irgendwie total weit, aber ist halt so. Ne? Ich zwinge mich halt eben zu nichts. Ja? Ich will das machen, wenn ich Spaß habe, und dann habt ihr auch Spaß. So ist es. Aber ich werde versuchen, mich in Zukunft ein bisschen öfter mal ranzusetzen und ja, was zu machen. Jetzt vor allem mit diesem Setup bin ich einfach mega happy auch. Ja? Ich, wie gesagt, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf diese ekelhafte grüne Wand. Diesen Greenscreen habe ich hier schon so lange auch aufgehangen. Der ist auch dreckig. Der ist dreckig, du. Ich habe keinen Bock, den zu sauer zu machen. Das ist am besten wegschmeißen, weißt du? Aber mal gucken. Wie gesagt, vielleicht kommt mal wieder was mit Greenscreen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube eher, dass ich das hier viel cooler finde. Man kann sich das auch dann schön zusammenschneiden. Dann packe ich mich halt irgendwo halt oben in die Ecke und passt schon. Ja, qualitätsmäßig wird das Ganze dann auch noch besser werden in Zukunft. Ich werde mir dann noch meine Kamera hier dann hinplatzieren und dann auch das Ganze separat noch aufnehmen, was um einiges besser sein wird, weil Webcam ist halt nicht die geilste Qualität. Reicht zwar, aber da wollen wir noch ein bisschen mehr, ne? Da wollen wir noch ein bisschen mehr. Und ja, das war's auch. Das war einfach nur ein kurzes Update-Video, dass ihr mal seht, okay, was war los, was hat er gemacht. Und ja, wenn ihr möchtet, dass ich mal euch das hier alles, was ihr auch vielleicht gerade nicht seht, mal zeige. Auch wenn ihr es nicht wollt, ich werde es machen, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt in den Kommentaren. Dann gehe ich auch nochmal überall so ein bisschen durch, ja, welche Figur ich wann gekauft habe und wo. Da oben haben wir auch noch ein bisschen was man nicht sieht. Hier hat man auch noch ein bisschen was, was man nicht sieht und so weiter, ne? Deswegen, ja, werde ich mal so ein kleines Setup-Video mal machen demnächst. Und ja, ich werde mich jetzt auch ein bisschen ransetzen, noch was zu schneiden für euch. Ich habe nur noch einige GTA-Videos, die richtig geil sind und richtig Spaß gemacht haben. Und ja, Battlegrounds, by the way, kommt auch bald, werde ich mir jetzt auch bald holen, werden wir auch machen, und dann auch Livestream und so weiter. Und ja, schreibt in den Kommentaren natürlich, wie ihr das Ganze hier gefällt, ja, wie euch das hier gefällt, wie ihr das findet, wie ihr das, ob euch das auch lieber ist, als halt so eine langweilige grüne Kackwand, ja, ich kann es nicht mehr sehen, wie gesagt, ich kann es einfach nicht mehr sehen, es war nicht mehr so, das war da, es hat mir einfach nicht mehr gefallen. Und ja, es muss nicht immer Greenscreen sein. Muss ich nicht. Absolut nicht. Ja, ich finde es eigentlich so viel interessanter. Ja, ich denke, jetzt habt ihr sicherlich euch alles hier irgendwo angeguckt. Ne, was hat er denn da? Was hat er denn hier? Was hat er denn da? Und ja, vergesst mich ganz dabei. Ne? Aber ist okay. Gut, Leute. Ich bin Jack. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Bye. Boah, endlich haltet er mal seine Fresse. Ich hab gedacht, er hat gar nicht mehr auf zu labern, ey. Daniel.